Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Pokémon Art Academy Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games Toyo. Und das ist heute die letzte Folge. Wir malen die letzte Lektion. So. Bup, 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 bup. Bonus-Sektion machen wir nicht. Wir machen hier die letzte Absolventen-Lektion. Ne, die will ich ja nicht, den haben wir ja schon. Wir malen Mewtwo. Mini-Lektion für Absolventen. Mewtwo. Willkommen zur Mewtwo-Mini-Lektion. Mewtwo ist ein legendäres Psycho-Pokémon. Ich kenne Mewtwo, es ist super mächtig und sehr bekannt. Das kann man wohl sagen. Mewtwo kann seine Energie aufsparen, indem es komplett still steht. Wie beim Schlafen also? Ja, recht ähnlich. Die angesparte Energie kann es freisetzen und seine Angriffe im Kampf zugutekommen lassen. Eine Röhre verbindet seinen Hinterkopf und den oberen Teil seiner Wirbelsäule miteinander. Na dann lasst uns mal loslegen. Die Gestalt von Mewtwo ist genau wie die von Glurak relativ komplex. Zunächst fertigen wir mit den Zeichenstiften einige Konstruktionsformen an. So. Machen wir das auch. Machen wir mal mit Blau für den Kopf. Bisschen zu groß eventuell. Okay, von der... Das wäre zu klein. So ist es okay. Gucken wir, dass wir hier die Rundung noch mal ein bisschen besser hinbekommen. Radieren wir dann weg. Hier machen wir die Rundung auch noch mal ein Stück besser. Nur mit radiert. Beziehungsweise eine andere Farbe noch dazu. Das ist der Körper. Der Körper ist insgesamt ein bisschen kleiner, der obere Teil, als der Kopf. Das ist nicht so gut. Auch nicht so gut. Bisschen zu eierig. Wieder zu eierig. Zu groß nach meiner Meinung. Das geht eigentlich. Muss nur trotzdem ein bisschen radieren hier an der Stelle. Wir machen den, denke ich, ein bisschen kleiner. Nur ein wenig. Nehmen wir mal von der anderen Seite aus. Das war anfangs ganz gut, dann wurde es nicht mehr so gut. Das ist besser. Ja, damit kann ich leben, das ist gut. Jetzt brauchen wir ein etwas größeres Ei, sage ich mal, für den unteren Körper. Soweit in Ordnung. Wenn wir hier noch mal den Bogen etwas verändern.
So, jetzt müssen wir radieren. Passt. Jetzt malen wir die Hände und auch die Fühler hier oben. Ups, jetzt haben wir wieder Radiergummi benutzt. Oder sind das Ohren? Bisschen kürzer darf sein, denke ich. Ganz so groß, ganz so klein. So sieht es doch schon besser aus. Ich glaube, ich habe ein Problem. Und zwar muss ich hier das Ei ein bisschen kleiner gestalten. Damit wir die Beine besser hinbekommen. Das wird, glaube ich, nicht so ganz gut aussehen. Mit den Beinen. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber was soll's. Würde ich sagen, okay, gehen wir den nächsten Schritt. Als nächstes fügen wir die Details hinzu und vervollständigen die Umrisse von Mewtwo. Genau wie bei der Glurak-Lektion verwenden wir auch hier keinen Konturstift. Stellt also sicher, dass ihr eine möglichst genaue Skizze habt, um euch das Leben beim Einfärben zu erleichtern. Okay. Okay, hier hat er so eine kleine Auswölbung. Da müssen wir ein bisschen näher ranzoomen. Wie sieht's denn da aus? Da hat er auch so eine Art kleine Wölbung auf der anderen Seite, aber dann eher innenliegend. Und hier geht's so ein bisschen runter. Sieht denn das Auge aus? Eher so in diese Richtung. Das wäre das andere Auge. Hier gibt es noch eine Linie. Dann hier quasi so und so. Hier hat er irgendwie eine Chest, sage ich jetzt mal. Und zwar so, dann hier noch so aufgebogen. Hier dann diese Linie. Okay, das passt ein bisschen zumindest.
Okay. Hier so diesen Bogen irgendwie hinbekommen. Dann die Hände sehen ganz schrecklich aus. Bisschen größer dürfen die schon sein. Radieren wir hier die Hände noch mal aus und malen die noch mal neu. Das ist das, was am ehesten rankommt von dem, was ich hier zeichne. Hier müssen wir gucken. Hier den Bogen. Vielleicht müssen wir den Bogen hier ein bisschen dünner gestalten. Radieren wir mal weg. So. Weil es ja doch eher ein bisschen nach Hühnchen aussehen soll. Nach Hühnerschenkel, finde ich persönlich. Okay, dann geht das hier. Müssen wir insgesamt ein bisschen kleiner malen. Okay, das passt. Gucken, dass wir den Arm hier jetzt hinbekommen. Wie sieht er aus? So, das sieht doch noch was aus, das ist doch okay. Jetzt müssen wir hier den Schwanz malen. Gehen wir ein bisschen raus. Oh mein Gott. Bin ich davon jetzt begeistert? Ich weiß nicht. Proportionen sehen halt irgendwie nicht so geil aus. Aber so ist es, wenn man von Hand zeichnen muss. Jetzt machen wir anders. Wir gehen näher ran. So, dann
Hier etwa müsste das wieder rauskommen. Der Bogen gefällt mir nicht so gut, den wir da gemalt haben. Hier wird es ein bisschen fleischiger, würde ich jetzt meinen. Hier wieder ausladender zu werden, beziehungsweise eigentlich müsste er schon hier oben ausladender werden, der Schwanz. So, jetzt heißt es wieder radieren. Ich denke, im Großen und Ganzen kann man aber erkennen, worum es geht. Hoffe ich zumindest. Gehen wir in den nächsten Schritt über. Nun, da die Umrisse fertig sind, können wir alle Konstruktionsformen entfernen, die wir nicht mehr benötigen. Ah ja. Ärgert mich manchmal, dieses erst hingemale und dann wieder weggenehme. So, ich finde die Hand hier ist mir ein Ticken besser gelungen als die andere Hand. Ich frage mich, ob man das insgesamt ein bisschen besser zeichnen kann, wenn man auf einem 3DS XL zeichnet. Oder ob das schlichtweg gar keinen Einfluss drauf hat. Bisschen zumindest. Irgendwie gefällt mir der Kopf noch nicht so richtig. Ich denke, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten sollten. Bisschen rausradieren. Und der Kopf, der kommt mir ein bisschen verzogen vor. Oder wir machen das mal anders. Wir machen mal das Auge komplett raus, gucken, dass wir nur die Kopfform hier an der Seite ordentlich hinbekommen und malen das dann so rein. Thank you.
Müsste ein bisschen spitzer sein. Ach, meine Fresse, ey. Das gibt's ja gar nicht. Nee, doch, ist okay. Ist okay. Jetzt können wir beginnen, unser Mewtwo mit den Hauptfarben auszumalen. Dieses Mal fangen wir mit den hellen Farben an. Malt den Körper mit Violett und Rosa aus, aber versucht dabei zu erreichen, dass die Skizzendetails sichtbar bleiben. Okay. Und womit machen wir das? Mal lieber mit einer helleren Farbe. Ich mag das mit Ölfarbe hier zu zeichnen. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Leute, Leute, Leute. Jetzt müssen wir hier auch mit Rot arbeiten, oder was? Oh Mann. Sieht ein bisschen aus, als hätte er eine Beule bekommen. Er will ja, dass die Details bleiben, sozusagen. Versuchen wir das auch zu erreichen. Denn wir sind gute Schüler und versuchen immer das zu machen, was uns der Lehrer sagt. Am Ende kriegen wir sonst nämlich noch einen Anschiss. Und da haben wir keinen Bock drauf. Also ich zumindest. Nicht, dass ich glaube, dass jemals in einem Nintendo-Spiel irgendjemand jemanden anscheißen würde. Aber ich will auch nicht der Erste sein, dem es passiert. Andererseits, was der mit Ellie da für Geduld beweist, ist auch der Hammer. Von daher muss ich mir da wahrscheinlich gar nicht so die Sorgen machen. Nackische Hühnchenschenkel. Lecker, lecker, lecker. Passt. Das andere Bein müssen wir natürlich auch noch bearbeiten. Ich frage mich, ob echt mit Öl zeichnen
oder Malen auch so befriedigend ist von dem Geräusch her und so weiter. Also sprich, ob das ebenfalls dann dieses Spaßpotenzial hegt oder birgt. Ich mag auch die Struktur, die es so entwickelt, wenn man es aufträgt, hier zumindest im Spiel. Den anderen Arm müssen wir natürlich auch noch bearbeiten. Und dann haben wir das rosa Monster schon eine ganze Ecke besser gemalt. Ich versuche natürlich immer nach Möglichkeit, wie es mir gesagt worden ist, in eine Richtung zu zeichnen, da dies ja von Vorteil sein soll. Also sprich in diesem Fall eher von oben nach unten. Das passt wunderbar. So, gucken wir hier. Passt auch. Gucken wir, dass wir den Bogen noch mal hübsch hinbekommen. Jetzt werden wir die Richtung mal ändern. Wunderbar, dann diesen Teil hier. Schön ausmalen. Alles klar, dann den Bauch. Ja. So, ausgemalt ist er auf jeden Fall. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt fügen wir unserem Mewtwo einige dunkle Schattierungen hinzu, um aus unserem Werk ein richtiges Gemälde zu machen. Achtet darauf, dass die Hauptfarben nicht komplett abgedeckt werden. Sie sollten schon noch ein wenig durchschimmern. Ah ja. Aber welche Stärke hier? Sollen es tatsächlich damit machen? Wollt ihr mich denn veralbern? Hier so ein bisschen. Es wird dann immer mehr, bis es hier dann richtig zur Hälfte wird. Soll aber nicht komplett abgedeckt werden, sagt er.
Mal gucken, dass wir auch noch ein bisschen breiter werden. Ich mag, wie sich die Farbe verhält, wenn man eine weitere Schicht drauf macht. Es wirkt auf jeden Fall schon mal plastischer. Hier muss ich improvisieren. Dadurch, dass die Hand hier ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schattiger sein. Dann hier am Bauch. Das ist unten ganz schattig. Oder hätte ich hier mit dem ganz Dunklen arbeiten müssen? Ich glaube, wir hätten da mit dem ganz Dunklen arbeiten müssen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Macht aber ja eigentlich gar nichts. Dann arbeite ich aber auch so hier an der Stelle. Wunderbar. So, dann jetzt mit dem etwas helleren doch hier in den Beinen dann arbeiten. So geht der Spaß. Bisschen weiter oben eventuell noch. Passt auch. So, ein bisschen Schatten ausarbeiten hier an der Stelle, damit wir so eine gewisse plastische Form erreichen. Okay, hier müssen wir gucken. Bisschen arbeiten. Passt wunderbar. Den Hals. Hoffentlich wirkt es mit Schatten ein bisschen besser dann. Jetzt machen wir hier den Arm. Hier noch mal ein bisschen. Das ist nicht so gut, wo wir da rausgeflutscht sind, sage ich mal.
Die unteren Teile müssen wir da rausmachen. Aus den Fingern, denke ich. Da reicht es, wenn wir ein bisschen arbeiten. So, das passt. Dann am Kopf. Sieht ein bisschen aus wie ein Alien, finde ich. Am Ende. Eine Alien-Ameise oder sowas. So kommt es ein bisschen rüber. Okay, passt. Nächster Schritt. Verdunkeln wir die Schatten nun noch weiter mit einem tiefen Blau. Denkt daran, dass ihr auf alte Farben zurückwechseln könnt, falls euch etwas misslingt. Beginnt mit einer mittleren Deckkraft und verfeinert diese dann mit einer Deckkrafteinstellung, die am besten dazu passt. Vergesst nicht, dass ihr mit dem Zeichenstift Details hinzufügen und Ränder verbessern könnt. Oh yeah. Muss man alles nochmal blauifizieren. Okay. Das Ganze macht das noch mal einen Ticken dunkler, habe ich so das Gefühl. Da drüber gemalt eben. Tatsache.
Okay, so, nächster Schritt. Als nächstes fügen wir dem helleren Rosa und Violett die wichtigsten Glanzlichter hinzu. Im Anschluss daran könnt ihr alle beliebigen Farben der Palette verwenden, um euer Bild weiter zu perfektionieren. Oh, shit the fuck. Okay. Machen wir erstmal hier. Diese Einstellung. Die anderen Stellen bekommen dann quasi jetzt hier nochmal eine Aufhübschung. Okay, jetzt mit dem helleren Hell. Glanzlichter sind schon wichtig, denke ich. So, hier hat er natürlich ganz viel gearbeitet an dem Fuß, warum auch immer. Hier noch ein bisschen nacharbeiten. Ich würde gerne hier noch mal mit ein bisschen dunklerer Farbe arbeiten. Dann nochmal mit dem dunklen Blau. Ja, würde ich sagen, grundsätzlich ist das ganz okay. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Effekte hinzuzufügen. Zuerst erhalten die Hände von Mewtwo flammende Psycho-Auren, beginnt mit der geringsten Deckkrafteinstellung und erhöht dann bei den helleren Teilen die Deckkraft. Denkt auch daran, die Pinselgröße entsprechend zu wählen, um die benötigten Formen malen zu können. Okay. Gut, dass wir die Hände noch ein bisschen kaschieren können dadurch. Schöne Psycho-Auren um die Fingers. Bisschen hellblauer das Ganze auch mal mit rein. Das nicht so ganz. Nochmal das Dunklere. An manchen Stellen. So.
Na, das sieht auf jeden Fall nach Psychoflammen aus. Als nächstes widmen wir uns dem Schimmer der Psychoflammen. Beginnt mit einem helleren Blau und verleiht den Flammen dann mit Weiß ein noch strahlenderes Aussehen. Okay. Machen wir eben mit hell. Vielleicht ein bisschen bessere Deckkraft-Einstellung. So, bupp. Vielleicht nochmal doch mit Blau drüber. Reicht mir. Lasst uns die Ränder auf unserem Bild mit dem Radiergummi perfektionieren, bevor wir uns an die letzten Effekte begeben. Ihr könnt auch mit dem Zeichenstift Details hinzufügen und die Ränder nachbessern. Ich bin eigentlich mit diesem leichten Schimmer drumherum recht zufrieden. Deswegen überspringen wir den Schritt gerade mal. Zum Schluss erhält Mewtwo noch sein legendäres Aussehen in Form eines deutlichen blauen Umrisses. Wir malen die Silhouette unseres Mewtwo mit dem zweitkleinsten Strahl der Sprühfarbe und geringer Deckkraft nach. Das verleiht unserem Mewtwo ein unheimliches Schimmern. Ihr könnt den Vorgang mit einer dünneren Sprühfarbendicke wiederholen, damit das Schimmern noch nah am Körper intensiver ausfällt. Oha, ich weiß jetzt schon, dass ich die Pinselfarbe aus Versehen mit der Sprühfarbe übermalen werde. Keine Sorge, Emily, genau das ist nämlich der Plan. Dadurch entsteht ein sehr schöner Randlichteffekt. Okay, Sprühdose. Diese Einstellung. Dann jene hier. Und jene Farbe, denke ich. Und jetzt müssen wir ihn rundrum sprühen. Okay, machen wir eine größere. Schön an seinem Rand entlang. Bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Leucht, kleiner, leuchte. So, da gehen wir jetzt nochmal mit etwas heller drüber, aber mit noch weniger Deckkraft. Oder doch, können wir machen. Oder machen wir anders. Wir gehen hier mit dem kleinsten nochmal drüber. Mit der helleren Farbe. Sehr gut. Geht ja eigentlich ganz gut. So muss sich der Graffiti-Künstler fühlen, kurz bevor er entdeckt wird.
So, das Leuchten sieht doch gut aus. Jupp. Das war's. Hoffentlich seid ihr mit eurem unheimlichen Gemälde von Mewtwo zufrieden. Oh Mann, die hat den Kopf sogar hinbekommen. Guckt euch mal die Augen an. Heftigst. Kann man wohl sagen. Sehen Sie nur, Herr Professor. Mit der Sprühfarbe habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Da hast du recht, das sieht ganz gut aus. Mir gefallen die Augen vom Kopf sehr gut. Die habe ich nicht so gut hinbekommen. Deine Pokémon-Kunst ist in der Tat merklich besser geworden. Gut gemacht. Ich hoffe, ihr zwei habt eure Fähigkeiten auch schon beim Modus freies Zeichnen unter Beweis gestellt. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, eure Meisterwerke im Miiverse zu posten. Ich freue mich schon auf all eure kommenden Werke. Auf Wiedersehen fürs Erste. Naja, was soll ich sagen? Gucken, wie es auf der Karte aussieht. Sieht ein bisschen aus wie ein trauriges Mewtwo. Aber der Schwanz ist mir ganz gut gelungen, würde ich sagen. Man muss auch das Positive sehen. Mit Köpfen und dergleichen habe ich noch Probleme. Aber ansonsten, wie gesagt, das war jetzt die letzte Folge in unserem Pokémon Art Academy Let's Play. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die von Anfang bis Ende durchgeguckt haben und natürlich auch bei denen, die jetzt zwischendurch mal ein oder andere Folgen gesehen haben. Insgesamt, wer uns kennt, der weiß, jetzt kommt so ein bisschen das Fazit. Was denken wir von dem Spiel? Was haben wir damit gemacht? Wie viel Spaß hat es uns gemacht? Ich muss sagen, es war relativ entspannt. Das war mal was anderes, ist ganz nett. Für 30 Euro kann man nicht viel falsch machen, denke ich an der ganzen Stelle. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist bei der ganzen Zoomerei, dass man die Vorlagen im oberen Bildschirm nicht auch näher ranzoomen kann, damit man die Details besser sehen kann, weil das war teilweise, finde ich, schon ein bisschen schwer, gerade auf den normalen 3DS. Ich denke, ich würde es mir nur holen, also aus Spaß an der Freude, wenn ich einen 3DS XL hätte. Aber ansonsten, viel zu meckern gibt's nicht. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Let's Play.